Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Unbearable, einem Level in Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Ich musste tatsächlich jetzt nachlesen, wo in diesem Level denn bitteschön diese 20 Kisten sein sollen, die ich immer noch verpasse. Und ja, hab den Zaun vergessen. Das Level hat mich auch so schon Leben gekostet, weil ich halt die ganze Zeit immer am bin. Oh Mann. Wo was sein könnte, etc. pp. Aber diese Location, an die hätte ich halt gar nicht gedacht. Von daher, statt euch oben im Warp-Raum zu treffen, haben wir gedacht, bevor ich dann halt hier sage, ja, habe ich. Kein Problem, bitte sehr, hier, ne? Alle Kisten und so weiter und so fort. Nee, da habe ich gedacht, zeige ich euch lieber, wo man das Ziel unserer Begierde finden würde. Das ist mal wieder was anderes. Ich weiß nicht, ob irgendwas darauf hinweist. Aha. Ich hab's aber wirklich drauf, immer diese Minen zu treffen. So. Weißt da irgendwo irgendwas drauf hinten? Nicht so richtig. Ist ein Bonuslevel. Ah. Ich hatte irgendwie erwartet, dass ich ihn treffen will. Also es ist kein richtiger Bonuslevel. Aber es ist das, was ein Bonuslevel wäre. Und es ist, wie gesagt, dass man das hier so per Zufall finden soll. Ich weiß auch nicht. Kein Fan davon unbedingt, aber egal. Aha. Irgendwo da hinten schießt der Jäger jetzt die ganze Zeit seine langsame Munition ab. Erinnert mich so ein bisschen an Rayman 1. Da gab es auch so einen Gegner, der hat seine Schüsse abgefeuert. Die Schüsse waren so Pistolenmunition, die aber eine Art Hammer mitgeführt haben, der dann immer rausplöppte. Okay. Ich hatte jetzt tatsächlich eigentlich gedacht, dass dieses Ding sich wenigstens von meiner Wirbelattacke beeinflussen lassen würde, aber nein. Natürlich nicht. So, den Schuss nicht ignorieren, das wäre irgendwie wieder doof. Oh Mann. Ich wollte da jetzt mit einem anderen Sprung hin und dachte mir auf einmal, worauf bin ich jetzt gehüpft? Mann, dieses... Also... wieder eins dieser Todesdinger, wo ich echt Todesangst habe, sozusagen. Aha. Okay. Genau, mach den Rest ruhig kaputt, weil jetzt haben wir das auch hinhaut. Mann. Hier ist das eigentliche Bonuslevel, was wir alle noch kennen und lieben oder so ähnlich. Und damit haben wir es dann auch. Also... prinzipiell könnte ich an dieser Stelle jetzt einen Cut machen, weil Edelstein wurde und so kennt er schon. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Werde ich also tatsächlich auch machen, um euch dann gleich im Warp-Raum wiederzutreffen. Aber dann haben wir wenigstens eben die Edelsteine auch schon mal abgehakt. Also bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Der Edelstein ist im Sack und wir haben... toller Tipp. Wir haben jetzt wieder
ein schönes Kloaken-Level. Wo ich direkt wieder warten darf. Natürlich. Mit Strom sogar wieder, ha? Guck an. 93 Kisten, die sind alle holbar, soweit ich weiß. Allerdings... Ich frag mich, wie ich die Kiste erst, also das Fass erst nicht getroffen habe, um es dann doch zu treffen. Müssten alle holbar sein. Allerdings gibt es hier auch einen geheimen Warp. Also da so ein bisschen was zu machen haben wir hier noch. Nur man kann sich jetzt leider erst entscheiden, nimmt man den klaren Edelstein mit oder den geheimen Warp. Beides gleichzeitig geht mal wieder nicht. Nervig. Jo. Aber gut, das ist das kleinste Problem sozusagen. Ich kann halt sagen, wenn es nur das ist, dann geht's ja noch. Aber ja, deswegen der Name Hanging Out, weil wir hier an dem ganzen Ding wieder rumklettern dürfen. Ich weiß gar nicht, wie weit der kommt da. Na, nicht weit genug, das ist gut. Tja, dann geh erstmal kaputt. Ich warte. Sehr geduldig. Ein sehr geduldiger junger Mann. Naja, zumindest was sowas angeht. Allerdings muss ich ja sagen, es wurmt mich so ein bisschen, dass meine Lebensanzahl dann tatsächlich doch durch das Bärenlevel etc. in die 30er wieder abgerutscht ist. Ich meine, das war schon schön, so eine 40 da zu haben. Und das immer noch am weiter ausbauen zu sein, aber naja, gut. Habe ich selber gemerkt. Das ist mal eine Tragödie, wenn man das selber merkt. So, wir könnten nämlich hier jetzt in Richtung Bildschirm kommen. Und hier ist ein Loch und hier geht es dann zu dem Bonus. Allerdings werden wir erstmal unter anderem auch den Kristall mitnehmen, um dann halt zu gucken, dass wir das Level normal abschießen. Und dann kann ich euch an dieser Stelle einfach wieder treffen. Aber so habe ich es wenigstens einmal gezeigt. Das wird so ein Video in Teilen sein, ich merke das schon. Ich bin da gerade nur tatsächlich vorsichtig, weil es ist soweit ich weit möglich, mich da so gesehen reinzukommen. Natürlich muss es in dem Moment, wo ich springe, springen. Es wäre möglich, sich da reinzuquetschen und dann einen grausamen Tod zu sterben. Zumindest bei den Zweien hier, deswegen drücke ich mich da eher so gegen und hoffe, dass die Teile immer kaputt gehen. Ah ja, wie gesagt, natürlich muss diese... Ja gut, jetzt bin ich selber reingesprungen. Jetzt bin ich selber reingesprungen. Das zählt. Als tot. Sozusagen. Bonusraumtode zählen ja eh nicht, aber... Viel einfacher. Ja, ich bin tatsächlich still und zähle. Falls sich jemand fragt, warum ich auf einmal nicht mehr rede, ja, daran liegt das. Nur um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendeinen Mist wieder mache. Super. Ein komplettes Leben nur durch Kisten. Sofort ruiniert. Ah, den Sprung zu früh angesetzt.
Aber manchmal sind meine Tode so schön dusselig, da kann ich nicht mehr. Da kann ich nur lachen. Oh, Mann, oh Mann. Okay, irgendwie hat mich diese Maus nochmal überrascht. Da haben wir aber wenigstens gesehen, ich war bei... Oh wow, das war mega dämlich. Ich war bei 93 von 93, also zumindest das hat funktioniert. Wir haben alle Kisten gefunden. Ich sollte auf diese Maus springen, nur damit sie mir nicht wieder von hinten in den Rücken fällt. Um dann mich von... Aber manchmal habe ich die ist doch jetzt immer witzig. Die Jump'n'Run-Fähigkeiten von, weiß ich nicht, einer Kakerlake. Ach komm schon, die Röhre! Ja, genau, den brauche ich nämlich auch. Mein Mitleidsmaske. Oh Mann, oh. Ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, ich fühle mich dann immer relativ schlecht, wenn sie mir schon die Mitleidsmaske geschenkt. Ja. Das ist halt für mich so ein bisschen so, ja, komm. Lass gut sein, Junge. Lass einfach gut sein. Ah, oh Mann, jo. Egal, ich treffe euch gleich da unten wieder. An dem Bonusraum. Beziehungsweise an dem geheimen Warp, damit wir auch von da wieder noch ein paar Secrets finden. Kommt eine Nachricht? Keine Nachricht. Alles klar. So, da bin ich wieder. Hier beim Bonus, beziehungsweise bei dem geheimen Weg, um uns den Weg zu ebnen in ein... Oh Gott. Dann hat er sich entschieden, rückwärts zu gehen. Ich habe natürlich, weil ich mit sowas gerechnet habe, mit meinem unzeitigen Ableben natürlich, direkt schon mich dahingestellt und wieder den... Ich kann aber in diesen Dingern auch wirklich immer schlecht abschätzen, wo genau diese Viecher sein sollen. Ich weiß auch nicht warum. Habe jedenfalls den Checkpoint aktiviert, weil ich wusste, dass ich da garantiert nochmal 50, 30, 28.000 Mal sterben werde. Ist egal wie oft, aber sterben auf jeden Fall. Und hat sich ja wieder gerade bestätigt, ne? Hat sich wieder bestätigt. Dann guckt euch das an! Wie schnell diese Viecher sein können, das ist unglaublich. Aber okay. Der Warp-Raum. Damit haben wir den geheimen Warp-Raum fast fertig. Wir müssen noch hier irgendwie einen finden. Also einen geheimen Weg gibt es noch. Aber danach wäre selbst das fertig. Okay. Totally fly! Auch hier wieder nur einen Edelstein zu holen. Und hier geht es tatsächlich um Glühwürmchen. Oh yeah. Das ist eine Mechanik, die man noch aus den ersten... Echt jetzt? Das Problem hatte ich, glaube ich, das erste Mal, als ich die Insane Trilogy gespielt hatte, auch. Ich habe permanent zumindest die Länge von Sprüngen falsch eingeschätzt. Und mich damit halt dann in den Abgrund gestürzt. Ich weiß auch nicht. Egal. Im Großen und Ganzen ist das hier... Ich hab versucht runter zu sliden, aber das geht natürlich auch nicht, das ist klar. Ja, das ist das eine, ich weiß... Warum kann ich nicht oben auf ihn drauf springen? Der steht nicht unter Strom, hallo. Da war ich jetzt selber schuld. Das ist das eine, was mich tatsächlich gestört hat. Und ich weiß nicht, ob das vom... von der Insane Trilogy selbst kommt oder ob ich mich einfach blöde anstelle oder ob ich mich nicht richtig erinnere und Crash 2 schon immer relativ schwierig war, was so die Sprünge anging. Ich bin eigentlich der Meinung, das liegt wenn an der Trilogy, aber ich will sie halt nicht schlecht reden. Es geht mir halt nur wirklich
in dem Sinne ums Prinzip. Ich habe halt das Gefühl, dass hier ist deutlich anstrengender, als es sein müsste. Na toll. Ja, ich wollte schon sagen. Die zwei Nitro-Dinger, die ich nicht angetouched habe, passt. Da muss ich ja schon trotzdem. Ich sitze hier wirklich, ich bin immer so am Überlegen. Ah, hast du jetzt wieder irgendwie Kisten ausgelassen? Oder passt das? Und das passt natürlich, weil, wie gesagt, Nitro. Wupsi. Damit hätte ich rechnen müssen, ich weiß, aber. Sprunglänge! Ich sag's doch jedes Mal. Sprunglänge. Wenn das Ding sich unbedingt da reinstützen wollte, ne, dann soll es mal machen. Ich habe das Gefühl, dass wir. Ja, das war eine schlechte Idee. Ich weiß, dass hier eine Plattform ist, die ich nicht mal getroffen habe. Das war's. Also ist das Einzige, was ich machen kann, versuchen, dem Glühwürmchen aus dem Weg zu gehen. Ich weiß zwar nicht, wie man das machen soll, aber ich hoffe mal, das passt, wenn ich hier so rechts lang laufe. Ja, das passt. Die kann man ja wenigstens einigermaßen erkennen. Das ist halt. Scheinbar hat man einfach nicht genügend Zeit, die Kisten kaputt zu machen und das Glühwürmchen zu behalten. Na gut. Jetzt können wir es uns allerdings nehmen. Das dürften alle gewesen sein. Weiß nicht, ob das hier als eine Warnung dann aufgestellt ist, sozusagen, nach dem Motto: Ja, hier kommt nichts mehr. Aber diese Glühwürmchen sind ja schon böse eigenwillig. Ne? Muss man ja mal denen so gesagt haben. Okay. Das zweite Bonuslevel sozusagen fertig. Weil das gehört ja auch wieder nicht zu den 25, das ist Level 27. Naja, ist das glaube ich schon in Ordnung. Okay. Ich fände es übrigens sehr schön, wenn ich einfach sagen könnte, in welche Ebene ich will. Aber nein, ich muss jetzt wieder durch jede einzelne durchskippen. Naja. Wir sind ja auch schon relativ weit, muss man ja auch sagen. Okay. Puh. Digging it! I'm digging it. Problematik hier ist, soweit ich mich erinnere, dass wir. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass diese Mechanik auftaucht. Ich kann mich aber irren. Irgendwo gab es eine Mechanik, dass man sich in den Boden eingraben konnte, aber das ist wohl scheinbar dann noch nicht hier. Von daher, was soll's. Andere Tatsache, die halt hier Bestand hat, ist, dass hier ist ein Level mit so einem. Interessant, dass mich das nicht getroffen hat. Okay. Das ist ein Level mit einer dieser, hoffe du bist bis hier nicht gestorben, Plattform. Also gebe ich gerade mein Bestes, nicht zu sterben. Dann würde ich sie nämlich in diesem Run machen. Allerdings ist das halt so ein Ding, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Achso, es gibt auch welche, die einfach komplett an sind. Upsi, upsi. Das habe ich gerade nicht gesehen und nicht bedacht, als ich da beim ersten Mal drunter geslidet bin. Das war dann. Das erklärt halt, warum ich da. Dann auf den Deckel gekriegt habe, sozusagen. Bisher klappt's ja. Vielleicht sollte ich auch stattdessen dann. Dann mit den Kisten machen. Aber die Kisten sind bisher alle wieder so komplett auf dem Weg. Also eigentlich. Nö, na, egal.
Gucken wir mal, wie lange ich noch am Leben bleibe hier. Scheint nicht zu sein. Okay. Ich muss zugeben, es ist mir egal, was da drin ist. Hauptsache, ich weiß, dass alle Kisten kaputt sind. Dann bin ich nämlich schon zufrieden. Die vier können wir halt gerade nicht kaputt machen. Kennen wir ja von... Naja, vom gesamten Spiel her bisher. Direkt ein Checkpoint an der Stelle. Okay. Ich bin bisher nicht gestorben, also... Ach du Scheiße. What? Was zum Geier? Ich will nichts sagen, aber ich habe jetzt tatsächlich keinen vernünftig daran Weg gesehen. Warum habe ich das Spiel überhaupt angefangen, als EP zu machen? Oh mein Gott. So, so. Oh, und man muss das machen, weil hier Kisten sind? Oh mein Gott. Okay. Das ist ja voll witzig. Also... Ist es nicht, aber... Gut zum Ansehen und über mich lachen ist es wahrscheinlich schon. Also muss ich relativ schnell sein wegen den Bienen. Darf mich in der Zeit nicht von dem Zeug treffen lassen. Darüber, weg da. Biene wegpusten. Weil Bienen sind doof, Bienen mögen wir nicht. Gott! Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, gib mir das. Komm schon. Es war so schön bis dahin. Und dann im Moment meines Triumphes. Im Moment meines Triumphes rutsche ich ab. Bah. Das heißt auf gut Deutsch, ich muss jetzt diesen ganzen Weg zurücklaufen, ne? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber da sind halt zwei Kisten auf diesem Todesweg. Das heißt, man muss den Todesweg ja laufen. Ich habe nur extra den Checkpoint da nicht aktiviert, weil das hier ist ja relativ simpel noch wieder. Also selbst wenn ich mich doof anstelle, ist das hier relativ simpel, um hier wieder rauszukommen. Aber rückwärts, warum? Warum? Ah. Ich hasse diese Ich hasse sie ohne Ende. Dieses dämliche... Und jetzt lauf bitte den gesamten Weg noch einmal komplett zurück. Na, da ist ja eh nichts Besseres zu tun. Das ist das, was ich meinte mit, man kann sich halt eindrehen in den Boden. Ja, ich muss halt wissen, dass da noch eine Biene kommt. Boah, ist das ein Bullshit. Theorie bestätigt, ziemlich tödlich, die Viecher, ziemlich tödlich. Aber ja, finde ich jetzt nicht so sonderlich knorke. Also zwei... Unbedingt zwei Kisten da hinstellen mussten. Wie konnten sie mir das antun? Zwei Kisten reinstellen muss. Hat man jetzt so ein Theater hier. Pff.
Steuerung zu langsam, weil er sich ausfragt. So, toll. Ja, das ist richtig spaßig gerade. Ja, tatsächlich, was ihr gerade hört, ist echte Frustration, weil sowas mag ich überhaupt nicht. Sie zwingen mich dazu, nicht zu sterben, bis ich auf den Todesweg komme, und dann geben sie mir halt sowas hier an die Hand, damit ich hier nochmal ein bisschen rückwärts Spaß haben darf, nur dass das kein Spaß ist, das ist einfach nervig. Ich hab mich gedreht. Das wird jetzt ewig. Ja, das ist... Ganz ehrlich. Hier nenne ich es nicht mehr Mitleidsmaske. Hier ist es eine notwendige. Wir haben Scheiße gebaut. Entschuldige, Maske. Ah, wie kann man so ein Level-Design machen? Das ist doch... Yeah. Ja, yeah. Das ist jetzt ein neues Wort. Ich raff halt nicht, wie man sich sowas da einfallen lassen kann, dass man so einen Mist... so einen Mist macht und dann erwartet, dass das witzig ist. Kommt da mehr aus der anderen Richtung, oder warum ist das hier so? Das einzige Positive ist, ich kann die Viecher hier kaputt hauen. Ich meine, die Mechanik als solches, gebe ich zu, sehr unterhaltsam. Also das mit dem Einbuddeln und so. Die Bienen allerdings nicht. Selbst der Kristall ist hier ja lecklich. Schon an. Wenigstens kann ich hier fast den ganzen Level in so einem Ding zurücklegen. Ja, das aktiviere ich jetzt tatsächlich, nur um sicher zu gehen. Hilft mir nicht, hilft mir nicht. Es hilft allerdings auch nicht, das muss man nochmal dazu sagen. Ihr hört die Bienen direkt und wundert euch, warum ich nicht reagieren kann. Das ist das eine Problem, was ich hierbei habe. Ich höre die Bienen zu spät. Ich höre sie ja durchs Aufnehmen. 1 bis 2 Sekunden zu spät tatsächlich, einfach nur, dass es so... Ist das ein Level-Design der Hölle? Wenn ich sie dann nicht treffe, dann passiert sowas. Das ist einfach scheiße. Es tut mir leid, aber das Level-Design hier ist scheiße. Dieses Level kann mich mal. Die Biene entscheidet sich auch, irgendwann mal aufzutauchen. Gib mir mein Mitleids-Akku wieder. Ah! Und wenn ich sie sehe und drücke, ist es zu spät. Es ist, boah. Ja, ist schon geil. Macht Spaß. Ja, 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 ja. Das Level frustriert mich gerade ohne Ende. Das macht keinen Spaß. Das ist das für Scheiße ist das. Komm schon! Ja, toll. Damit überlebe ich eine Biene. Yay. Wuhu. Ich meine, wenigstens bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, wo sie mir zwangsweise die ganze Zeit geben werden, aber... Nee. Spaß ist einfach anders. Das ist kein Spaß, das ist... Das ist Krieg! Oder Sparta. Ah, for fuck's sake, wie viele kommen denn dann noch? Wow! Einfach wow!
Ab hier? Ja. Ab hier. Jetzt konnte ich das Spiel nicht mal entscheiden, woran ich gestorben bin. Wow. Yay. Habe ich gut gemacht. Mhm. Die müssten mir hier pausenlos ein... One-Up hinlegen. Dann wäre das irgendwo noch machbar, aber so... schon wieder verkackt. Das heißt, die paar Wumperfrüchte, die ich hier kriege, retten mich halt nicht. Das ist mein Problem. Und pausenlos mich drehen kann ich auch nicht. Also kann ich schon so halb versuchen, aber... Boah, ich fand den Todesweg deutlich angenehmer. Wow. Und jetzt den ganzen Scheiß in der Hoffnung, dass ich überlebe rückwärts. Aber da ist zumindest die Biene immer in meinem Blickfeld. Das ist dann wenigstens was anderes, als wenn ich hier blöde stehe und darauf hoffen muss, dass die Biene mich nicht trifft. Ah, ist das ein Mist. Ohne Witz, ey. Ey. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe erwartet, dass ich jetzt hier alle meine Leben lasse und dann halt blöde dastehe. Aber nein, wir sind ja nur auf 18 Leben zurückgefallen für den ganzen Mist hier. Ich wiederhole, nur auf 18. Das hilft mir auch nicht so richtig. Ich meine, die reagieren nicht, solange ich in diesem Erdhaufen bin, aber... Bin ich am Ende? Ja, danke sehr. Wow. Ist... Das ist okay. Da bin ich selber schuld. Aber diese Bienen... Wow. Einfach nur wow. Zwei Kisten noch. Ich schwöre bei allem, was mir lieb und heilig ist. All meinen LPs, Videospielen, was auch immer. Ich wollte sagen, ich schwöre, dass wenn jetzt irgendwo eine Kiste fehlt, ne? Aber hat sich ja geklärt, super. Super. Geh weg. Das ist nicht witzig. Das ist einfach nicht witzig. Okay. Wir sind fertig. Für heute auf jeden Fall. Crash, ich hab nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation fast fertig. Irgendwas ist faul an seinen Aussagen. Hüte dich vor seinem Trick. Also... An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Wir haben wieder ein bisschen was hingekriegt. Hier ist der letzte Plattform-Stein, den wir brauchen. Aber das reicht erstmal. Oh. Oh Mann. Ich fühle mich gerade tatsächlich sehr ausgelaugt. Das war nicht witzig. Das hat keinen Spaß gemacht. Oh Mann, bis zum nächsten Mal.